Ja, guten Tag, herzlich willkommen zurück zu einem neuen, ja, Boat Simulator 3 lustiger Momente Video. Wie ihr seht, ich habe mich hier ein bisschen festgebackt. Hier oben hat es irgendwo eine Ölspur und alle Autos und mein Traktor, den ich ein bisschen größer gemacht habe, ist einfach ja, mit Öl ertränkt worden wegen einer kleinen Ölspur. Und jetzt bin ich einfach hier gelandet, weil ich ein bisschen mit einem Rad über die Böschung, über die Brückenseite in die Böschung runtergefallen bin. Ja, das ist ein bisschen, ja, schlecht gelaufen und wie ihr seht, seht ihr nichts. Ja, ein bisschen seht ihr es. Ich bin ein riesengroßen Hammerhai. Und mit diesem Hammerhai, weil er auch so schnell wird und so, möchte ich ein paar Sachen machen in diesem Bad. Also, ja, viel Spaß und ja, es wird wahrscheinlich wieder sehr lustig sein. Er schwimmt so richtig komisch, unwohl. Sollte es sein? Oh, eine Goldstatue! Wie? Habe schon wieder eine gefunden. Ja, man packt sehr viel rein mit diesem kleinen Fisch. Kann ich hier irgendwie hüpfen? Ich will diese Goldstatue. Ich wurde gefischt vom Netz. Hallo. Was passiert mit meinem. Kann ich nicht hier hoch, bitte? Ich kann nicht hüpfen. Ja, doch. So kann ich hüpfen. Ja, manchmal kann ich hüpfen, aber manchmal. Ja, ich hole mir das mal ein anderes Mal, nicht so klein. Das wäre jetzt nichts. mich so mega anzustrengen. Komm, wir bleiben im Wasser. Er hüpft die ganze Zeit. Ich drücke nur die Umschalttaste zum Rennen. Ah, jetzt. Jetzt geht's schon besser, aber er tut einfach so komisch, wie ein Seepferdchen schwimmen. Okay, schlagen. Oh, Salto. Salto sieht cool aus bei ihm. Die Ziege hat auch ein schönes Salto. Hallo. Und Fische, Fische. Hallo. Wow. Viel Spaß beim Schwimmen. So, wo sind wir denn hier? Ah, wir sind noch vor der Höhle, vor dem Tunnel, genau. Ah, hier ist ein Tunnel und da vorne ist ein Tunnel, genau. Okay, was haben wir denn hier? Ist doch ein bisschen weiter, als ich gedacht habe, weil ich möchte, ja, mich anlegen mit einem Riesenfisch. So. Was ist denn hier? Hallo. Kannst du mir erklären, was hier ist? Hallo, da bin ich. Hey, liebe Dame, stehen Sie doch wieder auf. Greenpeace-Aktivist. Okay, die ist ein bisschen böse. So, Elektrizitätswerk. Oder Umspannwerk, glaube ich, heißt sie ja. Okay, hier hat jemand sich gemütlich gemacht. Zwei Menschen, okay. So, also ich gehe jetzt lieber mal kurz Auto fahren, sonst geht das zu lange, sonst ist ja das Video langweilig, weil wir nur herumschwimmen. Aber ich komme hier nicht hoch, ich backe mich die ganze Zeit irgendwo rein. Es ist ja schon toll, dass man sich kleiner machen kann, aber es soll ein bisschen weniger buggy sein. Also die Kollisionen sollten einfach besser sein, das nächste Mal genau unter dem Rasenmäher. Ich backe unter dem Rasenmäher. Warte kurz. Ich mache nur kurz einen Screenshot. So, Goat 1. Nein, Goat 5 muss ich, glaube ich, machen. Ich weiß nicht, ob das der fünfte Part ist. Das seht ihr ja oben. Ich sehe es nicht. Bin ganz nah am kleinen Hai. Hä, wieso hängt man da fest? Okay, ah, Bullen. Bullenauto, genau. Was ist passiert? Ah, da ladet's. Wusste ich gar nicht. Okay. So, und jetzt müssen wir hier irgendwo wieder rein. Genau, wir tun das Recycling zerstören. Komm schon. Menschen tun zu viel Recycling. Vor allem in der Schweiz. So, also. Ich weiß es nicht, in Deutschland ist es wahrscheinlich auch sehr gut. So, jetzt passiert dann irgendwann mal was. Ja, genau, das Ruckeln. Das wollte ich sagen. Irgendwo hier muss doch etwas passieren. Passiert das überhaupt mit einem kleinen Hai? Wahrscheinlich schon. Irgendwann mal muss etwas passieren.
Ich schaue mich gerade ein bisschen um, wie ihr seht. Aber er kommt einfach nicht. Wo ist dieser Pinocchio-Fisch? Komm schon. Eigentlich kommt... Oder muss man zuerst etwas auslösen? Muss man diese Boje zuerst... Oh, jetzt bin ich schon draußen. Muss man irgendwas mit der Boje machen? Ich dachte, der kommt einfach. Ich will ihn aber haben. Jetzt sind wir schon so weit weg. Wir haben hier den Turm auch noch nicht geholt zum Teleportieren. Mist. Bin ein bisschen schlecht vorbereitet. Ja? Aber war schon ziemlich witzig, oder? Oh, man kann sogar schneller schwimmen. Er kommt nicht. Okay. Keine Ahnung, oder weiter oben. Nee, also das letzte Mal im Livestream ist er da unten bei dieser Insel gekommen. Ich wollte da irgendwo noch zu einer anderen Insel gehen. Die muss irgendwo vor dem Berg da sein. Und dann kam er. Ach Mist. In diesem Spiel klappt jetzt gerade momentan gar nichts. Ey. Zuerst dieser Unfall, oder? Ich wollte eigentlich mit dem Traktor hier hinfahren, mit dem Traktor schwimmen gehen, aber ging auch nicht. Dann einfach diese Bugs im Boden glitschen und so stehen. Ja, ich teste ein bisschen zu viel aus. Das Spiel verträgt halt nicht so viel austesten. Okay, was muss ich denn machen, damit der Hai kommt? Also nicht Hai oder Wal. Ist es ein Wal, glaube ich. Ein Pottwal. Ein Grönland-Norwal oder so. Weiß es doch nicht. Auf jeden Fall irgendwas. Muss ich hier irgendwo irgendwas machen? Oder muss ich einfach zu der Boje gehen? Hier warten? Ja, okay, jetzt kommt er. Sehr gut. So, als kleiner Fisch müssen wir hier einfach mal noch ein bisschen umschauen. Ich weiß, wie man rauskommt. Okay, da hat jemand keinen Stuhl scheinbar. So, ihr könnt wahrscheinlich denken, was man läuten muss. Okay. Oh, die Geräusche. Mega geil. So. Hat es hier irgendwo etwas? Okay. Es ist hier unten eine Lampe. Oder ist da oben? Ah, das ist die Lampe hier unten. Okay. Hat es hier irgendwas? Das ist ein Kiosk. Oh. Ganze IKEA-Einrichtung. Okay. Hat es hier irgendwas? Nö. Okay, aber irgendwo gibt es etwas. Ah, hier kann man noch hoch. Oh, ey, das ist sowas an Anstrengung. Wie soll ich den Park nennen? Vom Fisch gefressen und vom Rasenmäher. Oder von beiden gefressen. Ja, da passiert. Ja, jetzt habe ich es geschafft. Okay. Was machen die hier? Einfach campen. Ah, hier ist ja diese... Ich habe gedacht, wieso ist er nicht mehr im Zoo? Wir haben ihn gerettet. Ja. Und jetzt ist er einfach hier zweimal. Wieso hat er sich verdoppelt? Der arme Quadrat... Schwertfisch. Orca. Ich dachte, hier wäre irgendwas drin. Ich glaube, ich tue jetzt mal Livestream das Spiel. Einfach so, just for fun. Damit wir ein bisschen vorwärts kommen in der Story und alles. Missionen machen, Sachen freischalten. Und dann kann ich wieder besser aufnehmen, solche lustigen Momente. Weil so, wenn man halt immer wieder Ding hat, ja, so Sachen, wo man nicht weiterkommt und so irgendwas braucht und so, das ist natürlich nicht so gut. In einem lustigen Video, da soll es ja schon mal ein bisschen vorwärts kommen. So, nein! Hm. Okay, ich gehe auf den Pottwal. Schaffen wir das eigentlich? Ich kann nicht auf den Pottwal gehen. Er rollt einfach so auf die Zeit, das wäre mir tonnenschwer. Ja gut. Ich mache das mit dem Fisch. Jetzt sind wir auch wieder normal groß, scheinbar. Nein, wir sind wieder klein. Jetzt sind wir plötzlich klein. Geht auch nicht. Hm? Okay, wie kommt man jetzt wieder raus? Hm? Boing. Mhm.
Hallo Fisch, pausier doch mal. Ah, genau, da muss man hüpfen. Stimmt, okay. Wie das aussieht. Hüpf, hüpf. Nein, Mann, der Fisch gerät immer wieder nach vorne. Muss irgendwas ändern. Muss ein Nilpferd werden. Das Nilpferd hat halt die beste Steuer. Einmal. Das gar nicht so als Trampolin. Ja, denn also im Real Life tut man nicht bouncen. Niemals oder nur ganz wenig. Boah, der war gut. Er wirft uns aber noch nicht raus. Ja? Muss man dreimal? Ja, zu wenig wert. Okay. Schade. Er sieht so lustig aus. Ich habe jetzt einfach wegen dem Aussehen gelacht, was geschwommen ist. So ein Nilpferd schwimmen zu sehen. Ah, okay. Zweimal schlagen, dann geht's. Gut. Auch der Bestie. Ah, hier oben kann man doch auch noch etwas machen. So geil. Verdecktes Kompensatium. Ja, das weiß ich. Das machen wir dann im Livestream. Und ja, eigentlich möchte ich auch ein Let's Play machen, aber das dauert Ewigkeit. Können wir dann, ja, wenn ich das Spiel besser kenne, mal durchspielen. Dass nicht so lange geht, oder dass man. Wie kommt man jetzt hier hoch? Okay, gar nicht. Was machen die Menschen ständig? Okay, hier kommt man nicht hoch. Könnten wir es versuchen über der Seite. Kommen hier irgendwo bouncen. Oh, das habe ich nicht gesehen. Sorry. Ich habe woanders hingeschaut. Also, muss man den Fisch kurz hochglitschen. Oh, der arme Fisch. Kraxelt an der Wand entlang. Das ist gewollt wahrscheinlich. Also ich habe es einfach direkt herausgefunden. So. Und Sachen, die, wo ich schnell herausfinde, die sind immer gewollt. Genau, da muss man genau zuerst mal eine Gurtstatue. Genau mit dem Kopf von der Person. Dann muss man hier hoch. Ist hier hinten dran noch etwas? Das ist ein Ei. Ein Ball. Oh, der macht weiter. Dafür kannst du auch ein bisschen runter. Tschüss. Ah, tschüss. So, oh, das ist so entspannt mit der Giraffe. Okay, und jetzt? Jetzt ist es nach oben gefahren, aber ich kann nicht mehr weiter. Jetzt muss ich wahrscheinlich hoch. Echt? Okay. Ich bin außerhalb von der Kamera. Ah, sehr gut. Wir müssen es ausfahren. Und dann kommen Laser. Ah, und das Schmelz. Ah, geil. Wollen wir das noch kurz machen? Ich wollte noch etwas anders machen. Das machen wir kurz und dann gehen wir hoch. Dann haben wir doch etwas für den Bar. Wenigstens etwas, was so ein bisschen vorwärts. Ja, wo man vorwärts machen kann, oder? Weil ich habe das vor allem hier geplant und natürlich der Fisch, der große, also der Wal. So, aber was müssen wir hier machen? Irgendwas müssen wir hier machen. Müssen wir das rammen oder so? Nö. Müssen wir uns hier anlecken? Kann man das überhaupt lecken? Hä? Was muss ich machen? Ich habe damals irgendwie das zum Drehen gebracht, aber ich weiß nicht mehr was. Muss ich irgendwie Menschen an? Also bei einem anderen Ort muss man irgendwie Menschen anhängen. Aber das geht nicht so klein. Hallo.
Mit dem Sattel geht's. Gezielte Charles. Ah, Offizier. Okay. Offizier Charles. Aua. Ja, sonst mache ich das, wenn ich herausgefunden habe, aber wie es geht. Hallo. Guten Tag. Sie sind aber nett. Also sie können mich nicht... Okay. Diese Taste. So, ja, ich muss jetzt herausfinden, wie das geht, gell? Grinden? Nein, grinden möchte ich nicht. Hier gibt's noch einen. Muss ich hier irgendwas machen? Okay. Das Spiel ist so merkwürdig verbuggt. So unglaublich. Ich muss den ersten Teil nochmals kaufen und spielen. Vielleicht kann ich das ja mal let's playen. Wenn ihr Lust habt. Schreibt einfach in die Kommentare, was ihr gerne sehen würdet und ich mach's. Ich kann jedes Spiel spielen, aber ich kann nicht jedes Spiel kaufen. Also ich muss dann einfach schauen. Also hier ist eine unsichtbare Wand. Schade, dass ich jetzt gar nicht weiß, wie das geht. Jetzt muss irgendwas in der Nähe sein. Kann ich ein Geldautomat noch? Kaputt machen? Ja, wow, und bringt nichts. Ich will aber Geld. Als Sieger hat man immer zu wenig Geld. Jetzt weiß ich leider noch nicht, wie das geht mit dem Oktopus. Nicht mehr. Ah, die Radarohren können wir noch benutzen, ne? Die Radarohren. Es ist ja ein Radar, aber es ist ja ein Radarohren. Ah, wahrscheinlich hier irgendwo in diesem Gehäuse. Das ist ein Klo. Es ist schon etwas drin. Kann auch das Wissen schon ein. Auch wenn nicht offen ist, ich kann das Wissen annehmen. Okay. Kann auch nicht aufmachen, oder wie? Ah, noch eine Goldstaffel. Sehr schön. Und. Ja, in der Luft ist auch nichts bei der Hüpfburg. Also ich weiß jetzt leider nicht, was man machen muss. Irgendwas musste ich machen, aber ich weiß es nicht mehr. Oder vielleicht irgendwo wirklich in der Nähe. So ein Strom, Aggregator, Generator. Okay, es geht kaputt. Aua. Eben mit dem Haus ist auch nichts, oder? Ey, diese aggressiven Menschen. Was habe ich gemacht? Irgendwo grinden. Also da ist doch eine Stromleitung. Ah, das ist von der Straße. Okay. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Aber gut. Das wäre das Lustige, was ich da zeigen möchte. Aber ja, da müsste ich ja wieder zurück. Ich könnte vielleicht hier hoch grinden kurz. Und versuchen. So. Und zwar. Genau. Vielleicht ist ja hier oben. Scheinbar nicht. So schade. Aber jetzt ist das Wichtigste, dass wir das freigespielt haben, da mit dem Eis, was schmilzt. Jo, also gehen wir dorthin. Ich weiß auch schon, wie man relativ schnell dorthin kommt. Ja, der Hals wackelt ein bisschen sehr. Oh, die Kuh. Ich will kurz die Kuh haben. Kaputt machen. Yes, geht. Wie einfach alles zerstörbar ist. Ist am Boden herumrutschen, ja. Ja. Echo-Modus. Das Spiel ist schon recht verbuggt, ja. Unglaublich. Es macht Spaß, Bugs zu sehen. Das ist einfach. Das ist einfach unglaublich. So, kann ich jetzt hier rein? In die Richtung ungefähr. Wow, wir sind aber fast schon oben. Geil.
Ja, das habe ich gewusst. Das kann mal passieren mit so kleinen Wesen. Hui, das sollte eigentlich bei großen Wesen passieren, oder? Dass man zu viel Wucht hat oder so. Zu viel, ja, wegen der Gravitation, wegen der Masse, zu viel Druck auf Texturen hat, aber nicht bei zu kleinen Tieren und so. Das ist so, und dann haben wir da. Okay, zeitlich noch genug Zeit. Muss ich da runter? Ja, runter. Genau. Muss auch sein. Zum Beispiel in GTA 5, wo überall zum vielen Spielen einfach Aliens. Muss auch sein. Müsste man da nicht irgendwie rein? Nicht? Wo ist denn das Zeugs? Meine Güte, ich weiß ja fast gar nichts mehr. Irgendwie hat es mich das nicht im Kopf gelassen. Ah, man muss hier einfach schlagen. Lol. So, jetzt haben wir überall Schleim. Einfach zum Bouncen? Oder weswegen? Aha. Und wir bekommen ein Item, das ich brauche. Deswegen habe ich jetzt das auch gemacht. Das Superhirn! So, und okay, die sind noch da. Jetzt, wenn man, was die F-Taste drückt, ja, kann man einfach den Kopf vergrößern. Aha. Vorhin ist es nicht gegangen, jetzt ist es gegangen. Dafür bekommen wir auch eine Belohnung. Mach einen Ziegenkopf riesig, das wollen wir auch noch. Dafür bekommen wir ein Ding, T-Shirt? Ein Kosmetik oder was? Okay, wie groß geht das? Hallo Fritz! Wo ist dein Körper hin? Lol. Okay, machen wir das beim Ziegengehirn. Oder ja, Kopf. Ja. Das ist Realismus, liebe Zuschauer. Wenn man einfach plötzlich nach rechts weggestoßen wird und das doppelt so schnell. Ja. Ah. Das hier unten? Das sind zwei. Einfach zwei random Typen hier unten. Vielleicht ist es einfach so passiert, oder da sind in der Nähe auch noch ein paar Tiere. Tiere, Menschen, die auch betroffen wurden. Bigfoot gesichtet. Ja, das machen wir mal später. Bigfoot. Also, wo haben wir Ziegen in der Nähe? Ich müsste wirklich zur Farm zurück. Okay. Muss ich zur Farm zurück, aber lieber teleportieren, gell? Ihr habt ja schon ein bisschen zu viel gesehen, wie ich geschwommen bin. Ja, es ist halt einfach schon riesig. Nicht rein. Ich bin automatisch irgendwie rein teleportiert worden, weil ich in der Nähe gekommen bin. Oh. Geht das? Lol. Ich finde immer aller Zeit finde ich solche Dinge. Hallo! Hallo, ich bin die Giraffe. So. Boah, wie das aussieht. Und wie groß? Das ist doch eine Ziege! Passier endlich. Wie das aussieht! Boah. Mach nochmal einen Screenshot. Seht ihr das auch? Nein, das seht ihr nicht. Ein kleines Fenster. Code 1. Mache ich mal Code 4. So. Ja, noch größer? Na, jetzt ist es nicht mehr ganz im Bild, auf dem Bild. Jetzt kann ich auch keinen Screenshot mehr machen. Es passiert nicht.
Aha, das ist jetzt eine andere Quest, okay. Schade, jetzt kann ich die. Also früher entdeckt, während du eine Ziege reitet. Okay, ich ziehe gerne Reiter. Hallo? Ziege? Jetzt habe ich die Ziege nicht mehr. Es geht so viel durch den Boden oder hebt so viel ab. Wo habe ich jetzt noch eine Ziege? Hey, ich wollte nur die Ding-Taste drücken. Ah, ich kann nicht wegen dem Suppe hier wahrscheinlich. So, ich möchte einfach nur eine Ziege satteln. Wo haben wir denn Ziegen? Eigentlich sind. Hier ist eine Ziege. Okay, ich habe keine gefunden. Ich reite die Ziege, aber ich muss eine Ziege reiten. Ist das ein Multiplayer? Ist es gemeint, dass man im Multiplayer das macht? Oh, sorry, tut mir leid. Wie kann ich eine Ziege reiten? Hä? Ich teleportiere mich nochmals irgendwo hin, dass ich eine andere Quest habe. Aber ich brauche jetzt dieses T-Shirt-Symbol. Okay. Ich will nicht mehr rein zuerst. Das Spiel ist so crazy. Ja, eindeutig. Die Kamera auch. Ja, ich kann die Quest nicht abschließen. Gib mir eine andere Quest. Quests. Benutze Wasser, um dich selbst zu löschen. Und die geben eben nicht diese T-Shirt. Diese Kosmetik. Schlage Leute mit einem Fisch. Trage 25 Gegenstände als Hut. Hacke eine. Hacke eine weitere Ziege. Was heißt Hacke? Mit der Zunge, nein. Abomininas. Was ist eine Abomininas? Eine Ananas? Okay. Schlage Leute mit einem Fisch. Ich muss also irgendwo einen Fisch herbekommen. Wahrscheinlich hier doch im See drin schon. Ah, da hat jeder nochmal. Also es ist so random, haben jetzt die Leute auch wieder große Köpfe und so. Aber wie kann ich einen Fisch erkennen, wenn ich ihn unter Wasser kann? Hallo, Kamera. Aua. Hä, was war denn das? Green. Immer dieses Green. Also, wo gibt's Fische? Wie kann ich Fische fangen? Manche Quests sind so doof gemacht. Also, hier gibt's keine Fische. Gehen wir kurz ins Meer. Bis dann kann ich noch, kann ich noch ein paar Kunststücke machen. Und wir benutzen natürlich diesen Van. Diesen Werbung machen für diesen komischen Möbelladen. Ein bisschen Gas geben. So, also gibt es hier Fische. Ah, genau, Ding im Ding hat's. Ja, genau. Jo, muss kurz schauen. Ja, es ist noch nicht so weit. Kurz brauche ich noch. So. Aua. Geht doch ein bisschen länger das Video. Ich muss kochen jetzt. Ah, wie komme ich jetzt da drüber? Ohne mich so aufzuhalten. So. Also möchte ich kurz machen und schauen, was ich bekomme. Aber wir müssen uns noch ein bisschen links wenden gleich. Also hier gibt es keine Fische. Es gibt in diesem Strahlensee Fische. Der Fischer. Tut der Fischer Fische an Land ziehen? Okay. Nein, nicht du. Hä? Ja, das geht nicht mit so klein. Also klein geht's nicht.
Ja, wow. Kann man das überhaupt? Hey. Okay, das müssen wir mal ein andermal machen. Vielleicht im Livestream heute Abend. Werde ich wahrscheinlich ein bisschen Livestream. Gut. Tschüss zusammen. Dankeschön fürs Zusehen. Tschüss.